Ja, guten Tag und hallo, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier heute zur vierten Folge meiner Venture Capital Serie. Heute einmal ein Thema, woran scheitern Startups oder wo muss ich hingucken als Investor? Und wenn wir uns da mal wieder was aus der Top 5 nehmen, ist das die Nachfrage. Die Nachfrage steht ganz oben, bei manchen Listen sogar auf Nummer 1, bei anderen auf Nummer 2, dass es eben überhaupt keine Nachfrage für das Produkt gibt. Amerikanische Studien der Harvard-Universität und MIT hat sowas auch mal gemacht, besagen, dass 90% der Entwicklungen, die man macht und als sozusagen Neuheit dann präsentiert, schlechter sind als das, was es auf dem Markt gibt. Nun haben wir heute KI, wir haben teilweise Produkte, die absolut neu sind am Markt, wo man keinen richtigen Vergleich hat, aber auch dafür braucht es einen Nutzer, also jemand, der das letztlich kauft. Ich habe mir Folgendes angewöhnt in den letzten 30 Jahren, wenn ich investiert habe, das gilt übrigens auch für die KI, auch da haben wir investiert in eine Low-Code-Datenbank-KI, in ein Startup, was sehr erfolgreich läuft. Auch da muss ich gucken, dass ich entsprechend die Parameter eines solchen Produktes, was es noch nicht am Markt gibt, durchaus danach beurteile, kann der Markt das überhaupt gebrauchen. Bei Datenbanken zum Beispiel war das relativ klar. Low-Code ist auch relativ klar. Da sind zwei Dinge miteinander kombiniert worden, die dann über eine künstliche Intelligenz sozusagen user-friendly gemacht werden. Aber auch hier muss man die Klassiker beachten. Also, bei mir sind das drei Punkte, die ich mir angucke. Das erste ist das Produkt überhaupt, hat das überhaupt einen Markt? Also ist das überhaupt brauchbar? Kann ich das überhaupt benutzen? Besonders kritisch bin ich da immer bei B2C-Produkten, wenn man das also an den Endverbraucher verkaufen will. Denn der Endverbraucher ist in der Regel relativ kritisch. Neues will der nicht so gerne und akzeptiert es nicht so gerne. Auch das iPhone von Steve Jobs war nicht sofort der Renner. Ja, also das hat ein bisschen gedauert, ehe das wirklich akzeptiert wurde. War aber letztlich der Durchbruch. Nur ein Apple-Konzern kann sich sowas halt leisten. Dann auch die nötigen finanziellen Rückhalt. Also wenn ich im B2C arbeite, muss ich schon sehr darauf gucken, dass eine gesunde Kapitalausstattung da ist. Und wenn ich ein komplettes Novum mache, wie zum Beispiel das iPhone damals, wo ganz viele gesagt haben, braucht keiner, oder Bill Gates damals mit seinem PC, dann gehe ich halt volles Risiko ein. Ja? Oder Amazon hat weit über 10 Jahre gebraucht, um schwarze Zahlen zu schreiben. Das ist etwas, was der normale Investor, der normale Startup nicht übersteht. Im B2B-Bereich ist es ein bisschen einfacher. Da kann ich natürlich gucken, was ist am Markt defizitär. Wenn ich mir zum Beispiel künstliche Intelligenz angucke, das ist mit Sicherheit etwas, was auch der Markt braucht. Das wird auch im B2C gebraucht. Nur da muss ich mir den Anwendungsfall sehr genau angucken, ob der User das auch akzeptiert. Nehmen wir mal diese klassischen Sprachbefehlsboxen wie Siri oder wie Amazon sie hat oder auch Google sie hat. Da ist die Marktakzeptanz sehr, sehr, sehr mau. Oder diese Brillen mit der virtuellen Welt, die man sich dann angucken kann, dass man also VR-Steuerung machen kann, anstatt jetzt einen Bildschirm oder Maus zu haben, also Gestiksteuerung, auch das wird extrem schwer nur adaptiert an oder akzeptiert am Markt. Aber es gibt andere Dinge, die sind einfacher hinzubekommen oder einfacher zu implementieren. Hier gucke ich mir also an, ist es da eine Nachfrage? Nehmen wir mal an, wir hätten diese Nachfrage. Also ein klassisches gutes KI-Produkt oder andere E-Autos oder sowas, da muss ich, oder Ladesäulentechnik, E-Mobility, da sage ich grundsätzlich, Energy-Produkte, grundsätzlich ist ein Markt da, so dafür. Und dann muss ich mir als zweites angucken und da krankt es schon sehr gewaltig, auch bei den B2B-Produkten, ist die Marktreife von dem Produkt da. Also das zweite ist die Marktreife. Das heißt, ist das Produkt überhaupt ausreichend User getestet worden? Hat es entsprechende Zyklen der Erprobung hinter sich? Hat man da wirklich den Ernstfall getestet oder hat man das in einer Laborumgebung gemacht? Wie weit ist das Produkt da? Und das dritte, was ich mir angucke, ist das Timing. Ist der Markt, der das grundsätzlich eigentlich braucht, auch bereit? Und wenn ich mir da zum Beispiel die KI angucke, da ist im B2B sicherlich ein zweischneidiges Schwert. Es ist nicht ein Selbstgänger. Also auch hier muss man gucken, dass die Unternehmen, die unheimlich viel in ihre
Automatisierung, Digitalisierung stecken, sagen, ja, da warten wir lieber noch ein bisschen mit. Im B2C ist das ähnlich. Diese ganzen Intelligenzen, die da verkauft wird, sind keine Selbstgänger. Aber grundsätzlich muss man sagen, das Timing wäre jetzt schon geeignet. Ich kann Ihnen aber einmal ein Beispiel sagen, wo ein sich ausgereiftes Produkt vom Timing deplatziert war. Das ist mir selber passiert. Ich habe Anfang, das war 1994, 95, eine Katalog-CD rausgebracht. Ich habe gesagt, ehe ich nun immer 1 Million Kataloge brauche, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, mache ich das mal auf CD, gehe damit auf die Messe. Ich hatte einen mittelgroßen Betrieb für Kalender- und Schreibgeräteproduktion und habe gesagt, gut, da habe ich ein Riesensortiment, das kostet ein Riesengeld jedes Mal, einen Millionenbetrag mit den Katalogen in vielen Sprachen, das machst du jetzt auf CD. Habe das damals auf einer Plattform gemacht, die man auch auf jedem Computer abspielen konnte. Es war noch nicht internetbasiert oder HTML-basiert, sondern eine KIT-Version, habe ich mit der Telekom damals zusammen in Berlin gemacht. War auch einer der ersten und habe dann ganz stolz das Ding auf der Messe vorgestellt, jedem Kunden erklärt, meine Mitarbeiter trainiert und so weiter, geschult. Und nach so 10 Tagen hörte ich nichts, nie wieder was davon. Wir haben natürlich zusätzlich noch einen gedruckten Katalog gehabt. Und als ich dann die ersten Kunden anrief und sagte, sag mal, habt ihr das mal ausprobiert? Die haben mir gesagt, haben wir zu Hause eine Stereoanlage gehabt, kam kein Ton raus. Die haben überhaupt mir nicht zugehört, die haben das überhaupt nicht verstanden, dass das ein Produkt ist für den Computer. Das heißt, da lag ich vom Timing schlicht mal 10 Jahre zu früh. Das war voll daneben. So. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel, wo das Timing gepasst hat, obwohl es das tatsächlich in Deutschland noch nicht gab. Ich habe ebenfalls in den Mitte der 90er Jahre, muss das gewesen, ja, war so Mitte, kurz nach dieser Katalognummer, habe ich ein Vertriebsmodell aus den USA für die Luftfahrt mitgebracht, für die Business-Luftfahrt. Das hatte ich mir bei Warren Buffett angeguckt. Der hatte da rein investiert, bei NetJet. Und das war ein Beteiligungsmodell an einer Business-Jet-Flotte. Das heißt, da hat man feste Stundenkontingente gekauft und konnte dann innerhalb ganz weniger Stunden über ein Flugzeug verfügen, als wenn es ein eigenes wäre, ohne aber die Riesenkosten an der Backe zu haben. Und das habe ich im Kleinen mal angefangen hier in Deutschland. Das war von Anfang an eingeschlagen wie eine Bombe. Und dabei war ich auch mal im Wettbewerb überlegen, warum. Weil ich natürlich mit meinen Fixkosten ganz anders gedeckt war. Ich hatte eine Grundauslastung in den Flugzeugen drin und das Schlimmste, was man einem Flugzeug antun kann, auch von einer Airline antun kann, sind am Boden stehende Flugzeuge. Die fressen sie auf, die Dinger, ja, weil die eben eine hohe Bereitstellungskostengröße haben. So, und das hat wunderbar funktioniert. So konnte ich auch das ganze Modell nachher reinigermaßen groß machen und verkaufen. Mittlerweile gibt es das in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Das ist nichts Neues mehr. Aber das ist ja bei mir auch nun schon fast 25 Jahre her, wo ich das hier mal gemacht habe. Länger fast, 30 Jahre her. So, da habe ich dann auch gutes Geld mitverdient und im Verkauf der Airline auch nochmal gutes Geld verdient. Das mal 2 Beispiele, wo das Timing eine enorme Rolle gespielt hat. Ja, das eine sind beides B2B-Modelle im Übrigen gewesen. So, und wenn ich mir diese 3 Parameter in den Startups angucke, dann kann ich relativ schnell sagen, ist das Produkt gut verkaufsfähig. Ich guck mal, ich habe wieder mein Eisproblem, das kennen Sie schon. Ich bin auf dem Flug nach Rom hier heute, so von Hamburg nach Rom. Im Rahmen meiner Trainings und wir machen dann immer so kurze Unterbrechungen, jetzt wo ich mal ein kleines Video machen kann, wo es dann hier mit den Trainings und den Szenarien weitergeht. Das Ganze ist aber noch kein Selbstgänger. Selbst wenn ich diese 3 Nachfrageparameter abgesichert habe, also grundsätzlich das Produkt nutzbar ist oder nützlich ist, zweitens die Produktreife da ist und drittens das Timing stimmt, habe ich noch lange nicht das Ding verkauft. Und da hatte ich ja in einem der Vorgänger-Podcasts der Videos drüber gesprochen, dass der Vertrieb natürlich auch professionell organisiert sein muss. Nur weil man es jetzt perfekt für den Markt vorbereitet hat, heißt das noch lange nicht, dass der Kunde Ihnen das automatisch abkauft. Gerade bei erklärungsbedürftigen B2B-Produkten ist das überhaupt nicht der Fall. Ja. Im B2C-Bereich, wenn die zu erklärungsbedürftig sind, funktioniert das alles überhaupt nicht. Ja, das war es für heute, um die Videos nicht immer zu lang zu machen. Ich werde mich in der nächsten Folge
dann auch mal mit der Kapitaldecke auseinandersetzen, mit der, das besprechen und zum Thema Marketing nochmal was sagen. Vertrieb hatte ich ja schon mal ein bisschen ausgeleuchtet, Marketing. So, und dann werde ich mich mal hier weiter begeben, heute auf dem Flug nach Rom und mal meine Flughöhe ein bisschen wechseln, um nicht zu sehr im Wetter zu fliegen. Ein bisschen zu tief gewählt. Mal gucken, ob ich die höher wählen kann. Ich bedanke mich bei Ihnen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Thomas Fengler. Bye, bye.